So. Ich fühle mich beschissen. Und das ist gut so. Seht ihr, ich muss sogar jetzt wieder lachen. Obwohl ich mich eigentlich wirklich nicht so gut fühle. Oder nicht so gut fühlte. Ich habe mir jetzt, es war ja wirklich auch meine Intention, dass ich jetzt mich mit diesem Video hier nicht ablenke. Und ich habe auch vorher, bin ich wirklich in das Gefühl eingetaucht. Fast eine halbe Stunde. Und ja, war mir einfach wichtig, weil mir auch ein paar Sachen aufgefallen sind, die vielleicht interessant sein könnten, auch für dich. Erst einmal überhaupt, um mal auch wieder zu zeigen, dass jeder Mensch seine Tiefs hat. Ja? Auch ich als begleitender, coachender, therapierender Mensch. Aber auch meine Tiefs und also meine Tiefs eben. Ich merke dann, es sind dann einfach Gefühlswellen oder Emotionswellen. Es ist dann wie, ja, es passiert halt. Und der Unterschied ist, ob wir uns davon tragen lassen und es ertragen und es in die Tiefe nehmen und da hinabtauchen oder ob wir uns ablenken. Ja. Und eben, ich war mir auch nicht sicher, ob ich das Ganze aufnehmen soll, einfach eben, weil ich nicht will, dass es ablenkt oder dass ich mich ablenke. Aber ich werde jetzt auch nicht irgendwie mich da besonders anstrengen hier, um irgendwie meinen Mut, meine Stimmung zu verändern. Aber vorhin habe ich wirklich mal, einfach damit du dir das vorstellen kannst, vorher habe ich mal wirklich so reingeschaut, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie so. Ja? Ich weiß ja nicht, wie das aussieht, ich werde das Video nicht zurückspulen. Ist mir auch wurscht. Aber was interessant ist, ist, wenn man sich wirklich erlaubt, in diese vermeintlich negativen Gefühle abzutauchen. Erst einmal, was dann kommt, ist, irgendwo wird die Schwelle kommen, wo man versucht ist, das Gefühl zu projizieren, ja, oder die Situation zu projizieren. Ich hätte zum Beispiel dann sagen können, na, scheiß Autos nerven mich total, oder die Menschen, die da durchgelaufen sind, verdammte Arschlöcher, lass mich doch in Ruhe, ich will jetzt meine Ruhe haben. Oder ob ich weiterhin bei meinem Gefühl bleibe, ja. Und der Unterschied ist, je intensiver ich mich da hineinsacken lasse, und das geht dann wirklich, also bei mir ist es so, ja, ich lasse das, ich weiß nicht, ist eigentlich wie egal, wo du es wahrnimmst, das negative Gefühl, ich nehme es irgendwo wahr, aber ich merke einfach, wenn ich es wirklich sinken lasse, bis zu meinem Steiß, bis zum Wurzelchakra, dann ist es für mich am einfachsten, das zu verarbeiten, sozusagen. Ja. Also man kann jetzt sagen, man könnte jetzt das intellektualisieren und sagen, ja, das ist, weil das Wurzelchakra die Erdung ist und das dann durch die Erdung besser abfließt. Ja, könnte sein, kann man, stimmt womöglich vielleicht sogar, aber es ist wie völlig egal. Es ist völlig wurscht. Weil das Einzige, was zählt, ist, ob ich es mir erlaube, das Ganze zuzulassen und sinken zu lassen und mich darin einsinken zu lassen. Oder ob ich das nicht mache. Ja. Ob ich mich durch irgendwas ablenke. Ja. Das kann alles Mögliche sein. Das kann nur schon rumschauen die längste Zeit sein. Ja. Da muss man selbst spüren, wo man sich ablenkt und wo nicht. Ich merke einfach, für mich ist es fast schon wie eine meditative Haltung, wenn ich da eintauche. Dann fixiere ich vielleicht einfach einen Punkt vor mir oder ich habe gar nicht wirklich das Bedürfnis rumzugucken.
Und ich spüre das einfach ganz in meinem Körper, ganz und gar. Ja. Und merke einfach eben, je tiefer ich mich da einlasse, desto eher ist es dann auch wieder vorüber. Also jetzt ist es wirklich fast schon wieder vorüber. Und ich meine, ich habe gewisse Ideen, warum es sein könnte. Vielleicht habe ich gestern zu viel gemacht, vielleicht habe ich heute wieder morgen ein bisschen zu viel gemacht, ich weiß es nicht. Ist gut möglich, aber in dem Moment ist es völlig egal, ja. Das ist das, was mir auch wichtig ist, dass die Menschen verstehen, dass wenn zum Beispiel ich die Analysegruppe anbiete, dann ist das, oder die Analysen zu Symptomen oder zu Gefühlsmustern, Emotionsmustern, Gedankenmustern, Träumen, anderen symbolischen Handlungen und so weiter. Oder Lebensthemen. Da kann einen das alles in eine Richtung führen und eine Idee davon geben, ein Verständnis von dem, was los ist in dem eigenen Leben. Aber wenn der Moment gekommen ist, ja, wo ich merke, es kommt was hoch, vor allem Gefühle, Emotionen und so weiter, dass ich dann mir im besten Falle eben einfach sofort die Zeit nehme, um da kurz einzutauchen. Und das kann manchmal nur schon helfen, weil das kann man theoretisch auch oft aufs Klo gehen, ja. Wenn du auf der Arbeit bist und merkst, fuck, jetzt geht einfach wirklich so richtig der Laden runter, kannst du auch 5 Minuten nehmen und einfach aufs Klo sitzen. Ja? 5 bis 10 Minuten. Ich meine, was wollen die Chefs sagen? Du warst kacken, dann sag, du warst kacken. Drauf geschissen. Ja? Ich meine, was will der Chef sagen? Nur, du darfst nicht 10 Minuten kacken gehen. Kannst du sagen, fick dich, Chef. Ah! Ich meine, das ist eine gewisse Art von für sich einstehen und frech sein, ja. Frech sein, sich erlauben, auch mal wieder frech zu sein, zu sagen, ich war kacken und jetzt? Was soll das? Willst du mir das Kacken nicht erlauben oder was? Ja? Und auch wenn es dann eine Lüge ist, drauf geschissen, ja? Dann ist es halt eine Lüge, dann hast du für dich gelogen, dann hast du gelogen für etwas, dass du für deine Wahrheit gelogen, ja? Dann hast du jemand angelogen, der sowieso nicht dein Bestes will. Also in dem Moment, ja, wenn er fragt, und wo warst du jetzt 10 Minuten? Dann hat das ja null mit irgendwelcher liebevolle Zuwendung zu tun, sondern einfach nur, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Du Angestellter. Kann ich sagen, ja, ich war kacken, fick dich doch. Ja, kann ich ja sagen. Na und? Und das ist auch etwas, wo ich finde, das darf man sich tatsächlich erlauben. Ja? Für sich einstehen kann solche Züge annehmen. Sehe ich kein Problem darin. Meine Meinung. Vielleicht sage ich es jetzt auch einfach aus meinem Mut heraus, ist mir auch egal. Ja. Ja, das kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr solche Stimmungen habt, die ganz, ganz tief gehen, die auch schwierig sind, die schwer sind, die auch wirklich euch vielleicht auch runterziehen, ja? Die vielleicht auch so eine gewisse Schwere haben, dann lasst euch mal runterziehen davon. Ja, wir versuchen ja dann dagegen anzukämpfen und zu sagen, nein, das darf mich nicht runterziehen. Und ich muss doch positiv denken. Oder ja, ich muss doch jetzt meine Methode anwenden, dass das nachher weg ist oder so ein Scheiß. Nee, musst du nicht. Ja. Tatsächlich ist das, was ich eben auch erlebe und viele andere ja auch sagen, viele Menschen, die ich auch sehr schätze, die sagen genau das Gleiche. Ja. Das sind auch Therapeuten, Coaches. Ja. Die sagen, in dem Moment, lass dich einfach runterziehen. Lass dich dorthin ziehen, wo du hingehen solltest, weil du dich womöglich sonst nicht dorthin führst. Vielleicht auch nicht. Ich tauche regelmäßig in mein Unterbewusstsein ab und trotzdem kommt es manchmal noch. So what? Ist halt so. Ja. Vielleicht hat es einen Grund, vielleicht auch nicht. In dem Moment, wo es aufkommt, ist es furzegal. Das Einzige, was für mich das Ganze verlangt, ist das Hineintauchen.
sich davon vereinnehmen lassen, es ausfüllen, sich davon ausfüllen lassen, um es vielleicht nachher zu verstehen, vielleicht nachher zu analysieren, vielleicht nachher herauszufinden, woher es kam, vielleicht aber auch nicht. Das ist das, was man auch sagen könnte, das Leben mit vorwärts gelebt und rückwärts verstanden und eben nicht gleichzeitig. Ich kann zwar gewisse Sachen verstehen, die mir in eine womöglich gewisse Zukunft führt, aber ich kann es nicht wissen. Was ich aber wissen kann, ist, wenn ich etwas erlebt habe und in der Rückschau angucke, dann kann ich viel eher herausfinden, was es ausgelöst hat. Und das macht dann auch tatsächlich Sinn, ja? Finde ich. Aber man müsste auch nicht unbedingt. Wenn man damit klarkommt, dass man nicht weiß, was passiert ist, kann man es auch einfach fühlen und dann wieder sein lassen. Ja? Und dann hat das Gefühl oder diese Stimmung vielleicht noch eine Botschaft für mich, wo ich fragen kann, ja okay, sag doch mal. Oh, ich könnte jetzt kotzen und heulen und ich weiß nicht was alles. Dann sag doch mal, was will gesehen werden? Ja, kann man sich fragen, muss aber nicht unbedingt. Weil ich erlebe, es ist viel einfacher, wenn man es einfach fühlt. Und nachher geht es von alleine wieder weg. Ja. Zumindest bei mir jetzt war das so. Ich will nicht sagen, dass es immer und überall immer gleich ist. Ja. Gerade wenn man natürlich wirklich schwierige in schwierigen psychischen Situationen gerade ist, dann muss das nicht auch die Regel sein. Ja. Ich weiß es ja nicht. Ich kann nur von gewissen Erfahrungen sprechen und daneben von meinen Erkenntnissen dadurch. Aber der grundlegende Weg ist für mich zumindest das. Ja. Grundlegend. Ja, anyway. Soweit so gut. Und jetzt gucke ich noch, wo mich meine Stimmung hinträgt. Und dann wünsche ich euch noch einen guten Tag und kotzt euch aus und dann bis zum nächsten Mal.